Liebe Freunde, hier ist euer Steinwein und ich bin doch sehr, sehr neugierig, wie das ist, wenn man eine neue Welt hier entdeckt. Jakob der Gesegnete hat es nicht geschafft, aber vielleicht Georg, der 16. König. Und hört von der Verschwörung. Oh, auch das noch. Na gut, wir wollen sehen. Unsere schöne Hauptstadt riecht das halbe Jahr über nach Ungrad. Bauen wir eine Kanalisation. So, wie immer am Beginn einer Herrschaft werden wir das Geld aus dem Fenster rauswerfen. Die Nachricht lautet, ein Krake wurde an den Ufern des Königreichs gesichtet. Die Fischer haben Angst. Lasst uns beten oder wir schicken den General. General kostet wahrscheinlich Geld, ne? Habe ich jetzt keine Lust. Lasst uns lieber beten. So, das Volk findet das nicht gut. Ich habe eine neue Welt entdeckt mit Bäumen aus Gold und Flüssen aus Silber und unzivilisierten Wilden. Cedric Courtenay, du bist mein Mann. Hervorragend. Wir gründen Kolonien. Auf jeden Fall. Sehr schön. Die neue Welt ist entdeckt. Es ist gelungen. Wie, was? Kolonien? Jedes Jahr Finanzen, Armee, aber seit den Lagern ein Weltreich zu führen. Ach du Schreck, das tickt jetzt hoch. Verdammt, jetzt kann ich nicht mehr so fleißig vorlesen. Gebt uns genug Macht um euer Land, Gottes Recht. Der Papst ist bereit. Auf keinen Fall. Ein dicker roter Kerl. Ja, der hängt ja schon wieder. Ihr seid schräg. Ich habe im Wald blaue und braune. Ja, komm, gib mir den blauen. Blauer Pilz. Ach so, verdammt, das war ja das mit den Häschen. Tausende Unschuldige? Wie wär's mit Sport? En garde! Jawohl! Wie habt ihr diese Technik gelernt? Im Hospital? Okay, wir haben zumindest mal ein bisschen Ruhepause. Ich muss sagen, dies mit dem Hochticken, das ist zwar irgendwie ganz, wie soll ich sagen, spannend, aber für so ein Let's Play ein bisschen schwierig, weil ich nicht mehr in aller Gemütlichkeit hier die Texte vorlesen kann. Weil ich Angst vor einem Militärstreich nun haben muss mit den Kolonien. Das ist ja grässlich. Und den blauen Pilz, an den haben wir auch nicht mehr gedacht. Also los, mit einer hübschen Pflegerin. Verdammt, er hat gut gekontert. Gregorius, starrt euch aufmerksam an. Alles in Ordnung? Was hat er da gemacht? Ihr seid ja so langsam. Unerwarteter Vorschlag. Er hat uns Blumen gegeben. Und das Militär... Liebhaber, zu eurer Mätresse könnt ihr nicht Nein sagen. Die Kirche missbilligt ist, aber euer Volk ist fasziniert. Okay. Das nützt uns jetzt überhaupt nicht. Oh, was ist das denn alles? Leute, das Spiel wird hektisch. Und das macht keine Laune. Ja, das ist ein Staatsstreich. Übergebt mir sofort die Macht an General Covington, dem Häschen. Toll. Nun ja, wir haben die neue Welt entdeckt, aber es hat uns nicht viel Glück gebracht. Ich hoffe, dass mit der Kolonisation setzt sich hier nicht beim nächsten König fort. Wir müssen jetzt die Macht an so einen lächerlichen Hasengeneral abgeben. Und das, obwohl das Volk uns liebt und wir gar nicht ist, uns mit ihm verderben können. Jetzt ist auch die Kirche schon unten. Naja, Georg der Siedler. Ich bin mal gespannt, ob das weiter so hektisch wird. Ich hoffe nicht. Was ist denn das nächste Ziel? Heinrich ist am Start und bandelt mit einer Taube an. Oh Gott. Jetzt wird's pervers. Ich glaube, wir sollten vorher noch einen blauen Pilz essen, bevor uns das... bevor wir das angehen. Nun ja, wie auch immer, wir werden es erleben. Heinrich wird kommen. Bis dann, macht's gut. Euer Steinwallen. Ach so, da gab's jetzt offenbar Irritationen, weil wahrscheinlich nicht alle alle Videos gesehen haben. Diese Leerlaufzeit nach den Videos ist einzig deshalb da, damit die Zeit... des Videos, also die Länge des Videos, die Dauer des Videos, nicht spoilert, wie lange der König leben wird. Gerade bei so einem Video hier ja nicht irrelevant. Insofern wundert euch nicht, es wird jetzt hier laufen lassen, ihr dürft aber abschalten. Ich werde das jetzt jedes Mal sagen, weil offenbar gibt es ganz viele Leute, die immer mal so sporadisch reinschauen und das nicht kapieren. Also, macht's gut, euer Steinwallen.
Fern ist mir das Blumenalter, wo die Zehre noch genoss. Starb im Reif der Sommerfalter, dem am Atem schon ein Kuss. Der auf Gras und Klee und Garbe und in reiche Gärten flog, einen Hauch von Duft und Farbe rasch aus allen Blüten sog, dem die Nacht ein Gut erteilte, das er tags umsonst erspäht, den sie mit der Hoffnung heilte, dass ihn doch die Tulpe lädt. Kommt er wieder mit der Meisen, mit der Lerchen erstem Ton, wird er neu den Juni preisen, schläft er oder starb er schon? Aus dem Algerball-Zyklus von Stefan George, 1892.